Heute habe ich wieder richtig schön was zum Diskutieren. Dass in der europäischen Luftfahrt und vor allem auch in der deutschen Luftfahrt aktuell eine ganze Menge Bewegung drin steckt, das hat wohl jeder mitbekommen. Da ist schon eine ganze Menge passiert, da wird auch noch einiges passieren. Und so eine Airline-Pleite bekommt mittlerweile 2, 3 Tage Aufmerksamkeit, dann ist das Thema aber auch schon wieder durch. Die Leute, die einfach völlig in Ruhe einfach so in den Urlaub fliegen möchten, denen geht das nachvollziehbar mittlerweile nur noch auf die Nerven und man muss sich ernsthaft mal die Frage stellen, wo man denn ohne ins Schwitzen zu kommen seinen Flug für die gesamte Familie für den Urlaub buchen kann. In den letzten Tagen haben sich da einige Experten und Branchenkenner bzw. Leute aus der Branche zu Wort gemeldet und es gibt ein paar interessante Zahlen, die wir uns heute mal anschauen werden und dann bin ich sehr gespannt auf eure Meinung zu dem Thema. In diesem Sinne viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ja, einige Passagiere, die im letzten Jahr am besten in den Urlaub geflogen sind, am besten auch noch innereuropäisch, die haben wahrscheinlich erstmal genug vom Fliegen. Flüge sind verspätet oder fallen aus oder finden am besten gar nicht erst mit der Fluggesellschaft statt, die man eigentlich gebucht hatte. Tja, und dann knicken zu allem Überfluss auch noch alle 2 bis 3 Wochen mal irgendwelche kleinen Fluggesellschaften ein. Das wundert irgendwie niemanden mehr und im besten Fall kannte man die Fluggesellschaft gar nicht beziehungsweise hat überhaupt nichts von denen mitbekommen und es ist einem egal. Im schlechtesten Fall hat man gerade erst mehrere 100 € für Flugtickets für die ganze Familie für den Urlaub ausgegeben. Da fragt man sich dann schon mal, vor allem wenn es am besten auch noch zum zweiten Mal passiert, wie das denn alles überhaupt sein kann. Dabei bitte nicht falsch verstehen, das muss selbstverständlich nicht auf jeden zutreffen. Also es wird auch genauso gut Leute geben, die im Jahr 2018 völlig entspannt durch die ganze Sache durchgekommen sind und absolut zufrieden mit ihrer Fluggesellschaft waren und dann auch pünktlich im Urlaub angekommen sind. Aber allein hier unter den Videos in den Kommentaren haben sich doch einige gefunden, die erst Geld bei der Air Berlin Pleite in Form von Flugtickets verloren hatten und jetzt bei Germania genauso blöd dastehen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier nennt das Anwendungsfall der Marktwirtschaft. Ganz klare Sache, er hat absolut recht, denn ein Unternehmen muss nun mal früher oder später aufgeben, wenn ihnen das Geld ausgeht, wenn sie einfach nicht mehr als Unternehmen funktionieren. Ja, aber da fragt man sich dann als Passagier von einer Fluggesellschaft wie Air Berlin oder Germania, wenn man ein Flugticket in der Hand hatte. Bei Air Berlin waren es übrigens knapp etwas mehr als 100.000 Passagiere, die nicht mehr so nach Hause gekommen sind, wie sie sich das vorher gedacht hatten. Im Fall der Germania-Insolvenz war es jetzt knapp ein Fünftel, also gut 20.000 Passagiere, die irgendwo im Ausland hängen und nicht mehr mit dem Flugzeug nach Hause fliegen, mit dem sie eigentlich nach Hause fliegen sollten bzw. wollten und erstmal ein dickes Fragezeichen im Kopf haben. Da fragt man sich als Passagier, warum man in einem solchen Insolvenzfall auch mit seinem ganz normalen Flugticket denn nicht besser abgesichert ist. Und warum man dann irgendwann innerhalb der nächsten Monate in diesem Insolvenzverfahren als Gläubiger ganz hinten auf der Liste steht und dann am Ende des Tages ja wahrscheinlich sowieso nichts von seinem Geld wieder sieht. Das kann man aber selbstverständlich auch mal in eine andere Richtung denken. Hat man als Passagier über vielleicht sogar die letzten 1, 2 Jahrzehnte oder zumindest in den letzten Jahren nicht vielleicht sogar genau eine solche Situation provoziert? Dass sich die Luftfahrtbranche wandelt, dass sich gewisse Dinge in der zivilen Luftfahrt in Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt verändern, das war selbstverständlich schon immer so. Und es war auch schon immer so, dass es dann Unternehmen gab, die in der jeweiligen Zeit nicht mehr so funktioniert hatten, wie man sich das irgendwann mal überlegt hat. Dafür nur mal ein paar Namen, nur aus Deutschland aus den letzten paar Jahren. Wie ist es da zum Beispiel mit XL Airways Germany? Eine zuletzt ziemlich kleine Fluggesellschaft mit nur 5 Flugzeugen vom Typ Boeing 737-800 in der Flotte, hat sich aber auch auf kleinere Flughäfen wie zum Beispiel Erfurt oder Kassel-Calden konzentriert und war dann 2012 insolvent. Oder habt ihr vielleicht schon mal was von einer Ratio-Flug gehört? Eine Kölner Fluggesellschaft, die war vor dem Jahr 2000 schon wieder vom Markt verschwunden, aber hatte zum Beispiel einen Airbus A300 in der Flotte und das wahrscheinlich coolste Callsign, die hießen nämlich im Funk Batman. Dann gab es zum Beispiel noch eine OLT Express, eine Fluggesellschaft, die gar nicht mal so klein war, auch eine lange Geschichte hatte. Zuletzt 15 Flugzeuge in der Flotte, war 2013 insolvent. Oder Hamburg International war 2010 insolvent, der Nachfolger Hamburg Airways war 2015 insolvent. Oder Blue Wings aus Düsseldorf. Die hatten, glaube ich, auch knapp 10 Flugzeuge in der Flotte. Die war 2010 insolvent. Alles kleine bis mittelgroße Fluggesellschaften, die früher oder später vom Markt wieder verschwunden sind. Sind vielleicht Airlines, von denen man noch gar nichts gehört hat, die man gar nicht auf dem Zettel hatte, sind aber vielleicht auch Fluggesellschaften, mit denen man mal eine Zeit lang in den Urlaub geflogen ist oder wie auch immer. Und die eben genannten Beispiele sind alle aus finanziellen bzw. wirtschaftlichen Gründen verschwunden. Jetzt ist es natürlich einfach zu sagen, ja, das liegt an einer immer stärker werdenden Ryanair. So wird das immer gerne gesagt, ist aber natürlich absoluter Blödsinn.
Blödsinn. Natürlich wurden im Management dieser eben genannten Fluggesellschaften auch mal große, richtig miese Fehler gemacht. Am Ende des Tages war es aber vor allem steigender Wettbewerbsdruck bzw. eine immer stärker werdende Konkurrenz, aber selbstverständlich auch im eigenen Land. Sowas muss ja nicht immer aus Irland kommen. Dazu sind vor einigen Jahren auch schon wirklich große Namen in der Luftfahrtbranche Deutschlands verschwunden, zum Beispiel die DBA oder die LTU. Nicht, weil diese Fluggesellschaften kurz vor der Insolvenz standen, sondern weil sie einem noch größeren Partner durch eine Übernahme zu noch größerem Wachstum verhelfen konnten. Gleichzeitig sind aber auch neben diesen ganzen Namen, die dort verschwunden sind, neue Airlines entstanden. Allerdings nicht annähernd so viele wie die, die dann da weg waren vom Markt. Und außerdem sind die meisten von den neu entstandenen jetzt auch schon wieder Geschichte. Also diese Entwicklung, die wir da beobachten, die ist keineswegs neu. Aber das hat mittlerweile eine ganz neue Geschwindigkeit erreicht. Air Berlin war Ende des Jahres 2017 dran. Dann kam 2018 Primera, Azur Air, Small Planet, Skywork und jetzt 2019 Germania, und Thomas Cook kündigt zum Beispiel an, seine Fluggesellschaften verkaufen zu wollen, um sie dann höchstwahrscheinlich wieder an einen noch größeren Partner abzugeben. Genau dieser Prozess bzw. diese Entwicklung wird jetzt in den letzten Tagen, wo das alles wieder ordentlich Aufmerksamkeit bekommt in den Medien oder in der Öffentlichkeit durch die Germania-Pleite bzw. den Thomas Cook-Verkauf, da wird es von Experten bzw. Luftfahrtkennern oder Leuten aus der Luftfahrtbranche gerne unter dem Begriff Konsolidierung zusammengefasst. Über den Begriff habt ihr in den letzten Tagen bestimmt auch minimum 10-mal drüber gelesen. Darunter versteht man bzw. damit meint man das Zusammenfassen von vielen kleinen Mitstreitern zu ein paar wenigen großen Playern am Markt. Das ist natürlich nur die ganz grobe und auch langfristige Beschreibung von dem, was man da gerade als Entwicklung in der deutschen bzw. europäischen Luftfahrt beobachten kann. Aber es ist halt genau das. Und jetzt wird es an dieser Stelle wirklich interessant und spannend. Denn für den einzelnen Kunden, so jemand wie du und ich, der sich gar nicht so viel Gedanken darüber macht, sondern einfach im Reisebüro bzw. im Internet irgendwo seinen Flug bucht, für den kann das jetzt weniger Vielfalt und damit weniger Auswahl bei seinen Flügen bzw. bei den entsprechenden Fluggesellschaften bedeuten, muss es aber nicht. Gleichzeitig kann es aber bedeuten, dass auf gewissen Strecken, es muss ja nicht immer gleich europäisch so sein, sondern dass auf gewissen Strecken bzw. vielleicht auch einfach in der deutschen Luftfahrt irgendwo an gewissen Standorten eine Monopolstellung durch eine bestimmte Fluggesellschaft bzw. durch eine bestimmte Fluggesellschaftengruppe, durch eine Airline-Gruppe entsteht. Das ist dann sehr unschön für den Wettbewerb, weil es auf der entsprechenden Strecke bzw. an dem entsprechenden Standort dann keinen Wettbewerb mehr gibt. Und das gilt es auf jeden Fall zu verhindern. Harry Hohmeister, Mitglied im Lufthansa-Vorstand, sagte dazu in den letzten Tagen in einem Interview mit dem Handelsblatt was ganz Interessantes, nämlich er sprach davon, dass er eine weitere Marktbereinigung erwartet, was sich ziemlich fies anhört, aber auch hier wieder nichts anderes als Konsolidierung bedeutet. Er sagt aber auch, dass es zum aktuellen Zeitpunkt in Europa, in der europäischen Luftfahrt, schlichtweg zu viele kleine Fluggesellschaften gibt und dass sich das in den nächsten Jahren bzw. in den nächsten Monaten wahrscheinlich schon auf jeden Fall ändern wird. Und dieser Prozess wird immer weiter voranschreiten. Luftfahrtexperten zeigen an dieser Stelle dann ganz gerne mal auf die USA. Wie so oft, weil die an dieser Stelle wohl auch wieder etwas weiter sind als wir, heißt die Entwicklung ist da schon etwas weiter fortgeschritten, die Konsolidierung ist da schon etwas weiter fortgeschritten. Und nur um das mal zu verdeutlichen, in Europa kontrollieren die 5 größten Airline-Gruppen, und ganz wichtig, geht es um Airline-Gruppen und nicht um einzelne Fluggesellschaften, die kontrollieren 66% des Marktes. Dabei ist die Lufthansa Group ganz vorne mit dabei mit 17%, dahinter kommt Ryanair mit 16%, dann findet man die International Airlines Group mit 13% auf dem 3. Platz, dann kommt EasyJet mit 10% und Air France KLM mit 9%. Alles andere ist dann quasi in Anführungszeichen Kleinkram und wird es schwer haben, in den nächsten Jahren über die Runden zu kommen und dann höchstwahrscheinlich auch immer mehr Prozentpunkte an die größeren Airlines bzw. an die größeren Gruppen abgeben. Ganz einfach, weil die größeren Gruppen natürlich allein schon durch ihre Masse an Flugzeugen, durch ihre Masse an Mitarbeitern, durch ihre Masse an Fluggesellschaften, die in der Gruppe drin sind, gewisse Vorteile für sich nutzen können, wie zum Beispiel höhere Rabatte beim Flugzeugkauf, so als einfachstes Beispiel, aber auch, weil sie natürlich in diesem riesigen Konstrukt einfache Strukturen immer weiter reproduzieren können für gewisse Fluggesellschaften, dann aber gewisse Dinge auch an zentralen Punkten zusammenlaufen lassen können und so einfach effizienter arbeiten können als so manch andere kleine Fluggesellschaft. Das ist in dieser Gruppe dann so ein bisschen wie, einer kann für alle alles planen, einer kann für alle alles einkaufen, ein System kann für alle funktionieren und man schafft also Synergien und das macht die jeweilige Gruppe dann stark. Nun das Gegenbeispiel Amerika, dort kontrollieren die 5 größten Player am Markt bereits 86%, also knapp 20% mehr als hier in der europäischen Luftfahrt. Dazu kommt dann, dass sich die restlichen 14% auf 50 kleinere Mitbewerber aufteilen. In Europa sind es zum aktuellen Zeitpunkt noch 144 Airlines, die mit den übrig gebliebenen 36% arbeiten, aber es werden halt immer weniger. Jetzt
Jetzt aber nochmal zu der Aussage von eben, denn wie weit soll das denn jetzt so weitergehen? Also überlegt mal, ihr steht am Flughafen, auf der Aussichtsterrasse und seht da ein Flugzeug von Lufthansa, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, dann am besten noch ein altes Air Berlin Flugzeug, weil man die Dinger immer noch nicht umlackiert hat, eine alte German Wings Maschine, wo man sich auch denkt, die gibt's doch schon ewig nicht mehr. Und vielleicht, wer weiß, was die Zukunft bringt, noch ein Thomas Cook Leitwerk dazwischen und ein paar Alitalia Farben. Könnten also durchaus sehr viele Flugzeuge von vielen verschiedenen Fluggesellschaften sein. Heißt, ihr habt die Vielfalt noch immer, aber das, was ihr da seht, ihr wisst schon, worauf ich hinaus möchte, ist natürlich nur eine einzige Airline-Gruppe. Das, was ihr da seht, ist also eine einzelne Airline-Gruppe, die schnell wachsen kann, weil sie stark und mächtig ist am Markt und kleinere Fluggesellschaften übernehmen kann. Wenn die übernommene Fluggesellschaft als eigenständiger Name, als eigenständige Marke funktioniert und wertvoll ist, dann wird die einfach behalten. Ist sie das nach Ansicht der entsprechenden Airline-Gruppe nicht, zum Beispiel Brussels Airlines jetzt im Europaverkehr, dann wird diese Marke eingestampft, dieser Name verschwindet vom Markt und die Fluggesellschaft wird in eine funktionierende Marke der entsprechenden Airline-Gruppe integriert. Irgendwie interessant, oder? Dabei ist dann natürlich auch völlig klar, dass es jetzt eine neue Fluggesellschaft, die neu am Markt entstehen möchte, die neu sich am Markt etablieren möchte, dass es für die dann wahnsinnig schwer ist. Vor allem, wenn es dann eine Fluggesellschaft ist, die einfach dadurch entsteht, weil jemand viel Geld hat, sich ein Flugzeug kauft und damit anfängt zu fliegen und damit Geld verdienen möchte. Und nicht, weil es halt eine Fluggesellschaft ist, die aus irgendeiner insolventen Airline entstanden ist. Aber wie hoch wären bitte die Überlebenschancen bei einer neuen Lauda Motion gewesen, wenn man sich nicht an den nächstbesten Partner gebunden hätte, in diesem Fall Ryanair? Dann wäre man doch schnell wieder weg gewesen vom Markt. Höchstwahrscheinlich. Hat man also clever gemacht. Ganz nebenbei ist das aber auch eine Entwicklung, die man hier beobachten kann, die im Flugzeugbau schon durch ist, beziehungsweise schon sehr, sehr viel weiter fortgeschritten ist. Da gab es auch mal eine ganze Menge an kleinen Flugzeugherstellern. Mittlerweile steht Airbus und Boeing, die stehen beide ganz oben, das sind die beiden größten. Viel mehr gibt es da nicht, beziehungsweise die nächstgrößeren, die versuchen die beiden größten jetzt schon an sich zu binden. Also auch hier findet eine Konsolidierung noch weiter statt, ist aber schon auf einem ganz, ganz anderen Level. Aber irgendwie interessant, wenn man sich vorstellt, dass das bald auch so in der europäischen Luftfahrt aussehen könnte, beziehungsweise höchstwahrscheinlich auch aussehen wird. Kleine und neue Fluggesellschaften funktionieren dann nur, wenn sie eine Nische finden. So macht es beispielsweise Sundair, beziehungsweise probieren sie es. Dabei gehen sie es extrem langsam und vorsichtig an, was wohl hier die einzig richtige Strategie ist. Ob das ewig gut gehen wird oder ob das noch lange gut gehen wird, das ist wiederum eine andere Frage. Jetzt dann aber die Frage an euch. Wie seht ihr eine solche Entwicklung? Sagt ihr, das ist völlig normal, das ist auch völlig okay, dass das so voranschreitet, wie das jetzt gerade der Fall ist? Oder seht ihr gewisse Dinge vielleicht auch komplett anders als ich? Und die wichtigste Frage dabei, wo muss man eurer Meinung nach ganz klar ein Auge drauf haben? Also so nach dem Motto, große Gruppen, das ist schon okay, aber hier und da muss man halt dann doch mal ein bisschen aufpassen, dass keine Monopolstellung auf gewissen Strecken oder an gewissen Standorten entsteht. Ich freue mich sehr auf eure Meinung zu dem Thema und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ein großes Dankeschön geht dann heute noch raus an Forus und an Hendrik. Vielen lieben Dank an euch für eure nette und großzügige Unterstützung auf meiner Patreon-Seite. Damit helft ihr mir und dem Kanal sehr und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns morgen bei einem neuen Video wiedersehen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, schreibt gerne was in die Kommentare. Freue mich sehr darauf, das zu lesen und dann bis morgen und tschüss.